Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, falls ihr den letzten Part in Erinnerung habt, dann wisst ihr wahrscheinlich noch, dass ich circa 15 Minuten lang dieses Gebiet erkundet habe, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden. Nur um hinterher festzustellen, dass ich hier bei diesem Steinwächter, Steinbeißer, Steinfaust, wie auch immer, die Aufgabe bekommen habe, einmal mehr in sogenannte Schattenportale zu treten, um dieses Geschöpf, dieses Wesen von seinem Flug zu befreien, damit er sich wegbewegen kann. Ja, sehr schön, wie gesagt, also es waren ungefähr 15, 20 Minuten meines Lebens, die ich nie wieder kriege. Aber gut, was soll's? Ja, lässt sich jetzt hinterher nicht mehr ändern. Und bevor ich noch mehr Zeit verliere, würde ich sagen, wir starten rein mit Krieg und sehen uns diese Schattenportale jetzt auch mal an. Von daher wünsche ich euch viel Spaß bei Darksiders und ja, weiter geht's. So. Ein bisschen schwimmen. Schade, nichts bei dem Wetter. 30 Grad im Schatten. Ja, nicht ganz. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass ich hier falsch bin? Gut, weil ich falsch bin. Ja, das macht Sinn. Hat jemand auf mich geschossen? Nee, kann nicht sein, oder? Ach ja, es ist nicht schön hier im Wasser. Eigentlich nicht, ne? Nicht so wirklich, zumindest. Weil ich mich gerade frage. Moment mal. Das lange her. Also ich habe jetzt länger nicht mehr hier mit Krieg irgendwas unternommen. Merkt man wohl auch. Und irgendwo. Ach, das heißt. Ach, okay, das Schattenportal müsste hier jetzt auf dem Dach sein. Ja, genau so ist es auch. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns mal an, was uns hinter diesen Dingen erwartet. Wahrscheinlich wieder so Herausforderungen wie schon einmal, ziemlich zu Beginn des Spiels. Bin sehr gespannt. In die gute Stube. Ja, das sieht eigentlich deckungsgleich aus mit dem oder mit denen von vor, keine Ahnung, 10 Parts, 15 Parts und sowas. Hallo? Ja. Das Spielchen kennen wir auch schon mittlerweile. Okay, die Lache ist mir neu. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden als Bonus Seelengut geschrieben. Generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Ja gut, das kennen wir mittlerweile schon, ne? Ja, also mit der Gestalt ist das sehr top. Oh, das werden aber einige jetzt. Hallo. Was bist du denn für ein Ding? Ich glaub. Hast du das schon mal gesehen? Das hat mir gerade überhaupt nichts, ehrlich gesagt. So. Jetzt mal wieder in die Chaosgestalt gewechselt. Das für Schlangenwesen? Kennen wir die schon? Nicht jetzt. Oh, da hat was. Oh.
Au. Au. Au, 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 au. Phoenix, Phoenix. Auch schön, wie die Kleinen da immer wieder weglaufen, quasi so viele. Hier, wir lassen die Großen mal machen. Oh, das war auch allerhöchste Zeit jetzt. Oh, okay. Ja. War etwas... Ausgezeichnet. Wo kommst du jetzt wieder her? Ach stimmt, ich habe dich ja nicht getötet. Also ich hätte es jetzt sehr lustig gefunden, wenn hier die Synchronisation von Mr. Burns dieses ausgezeichnet gesprochen hätte, aber gut. Was soll's? Warum? Ah, okay, alles klar. Gut, dann haben wir hier noch Seelen. Und auch Gesundheit. Wobei, nee, Quatsch, das andere waren doch hier, ist Zorn, oder? Ja, das ist Zorn. So, bestens gerüstet und raus hier. Auf zum nächsten Portal. Ich denke, ein zweites werde ich noch machen in diesem Part. Ja, da war es auch weg. Zumal ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau weiß, wie ich da hochkomme. Ist jetzt doch ehrlich gesagt einige Tage her, dass ich hier mit Krieg unterwegs war, beziehungsweise in die Schlacht gezogen bin. Und ich habe gerade echt keine Ahnung mehr, wie ich da hochkam. Flieg mal rüber da bitte. Ja, fast. Danke. Okay, wenigstens hat es hier ein Portal. Sehr gut. Das erklärt auch diesen Hohlraum. Ich dachte mir beim ersten Mal, also das letzte Mal, als ich hier die Gegend erkundet habe, dachte ich mir schon, was zum Geier? Warum ist hier nichts? Warum liegt hier nichts rum? Warum sind keine Gegner? Gut. Hat sich jetzt auch geklärt, diese Frage. Und ja, dann gucken wir mal ins zweite Portal. Was steckt hinter Tür Nummer 2? Zumindest mal dasselbe Layout oder... Naja, nee, nicht ganz. Okay, das überrascht mich oder verwundert mich jetzt. Was ist das für ein... Na gut. Auf geht's. Mal gucken, was jetzt von uns verlangt wird. Wieder diese Lache. Sehr schön. Richtig sympathisch. Gefällt mir. Moment, das muss ich jetzt tatsächlich kurz lesen. Töten Sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit und nutzen Sie dafür nur das Abblocken sowie Geschoss gegen Angriffe. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Drücken Sie RB. Ich glaube, um das Blocken habe ich mich bisher überhaupt noch nicht... ja gut, das wird auch erklären, warum ich bei einigen Kämpfen... egal. Drücken Sie RB, um Angriffe vom Gegner abzublocken. Starten Sie einen Gegenangriff, indem Sie blocken, kurz bevor Sie getroffen werden. Oh Gott, ja, das... Oh Gott, das klingt auch schon wieder nach Fate. Resultiert in einem schnellen, starken Angriff. Ja. Okay. Hoffe ich. Ja. So. Aber das hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr machen dürfen, ne? Oder? Ne, natürlich nicht. Ich darf nur blocken. Ah. Ja, muss ich jetzt. Ja, interessant. Oh.
What the fuck? Au! Ja, okay, irgendwie funktioniert das jetzt. Ah, gut, jetzt wieder. Was zum Geier, also ganz ehrlich. Was für ein merkwürdiges Portal das jetzt ist. Wirklich sehr ungewöhnlich, einfach nur hier stehen zu müssen oder dürfen und die Dinger mit der Blockfunktion zu töten. Sehr merkwürdig. Ja, schön. Okay. Keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll, ehrlich gesagt. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Wie freundlich der doch jetzt plötzlich sein kann. Nachdem wir ihm da vor, ich weiß nicht, 3 Parts oder so mal kräftig gewürgt haben. Ah, finde ich super. Endlich mal ein bisschen Respekt hier. So. Ja, Gesundheit ist ja eigentlich fast sogar ein Luxus. Zorn habe ich ja auch eigentlich. Ach, ich komme ja hier nicht mehr zurück, also kann ich es ja auch nehmen, was soll ich. Ja, und ich würde sagen, nach diesem sehr spektakulären Schattenportal jetzt hier, ich bin immer noch etwas ja, verwirrt, würde ich sagen, ich mache jetzt hier trotzdem mal einen kurzen Cut. Ich werde sicher nicht alle Portale jetzt auf einmal machen. Hab zwar keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme, aber es dürfte zumindest wieder 10 Minuten sein. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten entschuldige ich mich jetzt schon und verspreche, dass es im nächsten Part länger wird. Was es auch definitiv werden wird, weil, wie gesagt, mir ist die Wegfindung da unten nach oben jetzt nicht so ganz klar. Moment, wie bewege ich. Ah, genau, okay. Okay. Ich stehe hier. Okay, dann muss ich wohl hier lang. Hier rüber, über irgendeine Brücke quasi. Ich habe das Layout überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber gut, das werde ich mir beim nächsten Mal ansehen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch dabei wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt Let's Play Darksiders mit unserem Krieg hier. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gehabt, einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao, ciao.